Hallo und herzlich willkommen zum Technikratgeber mit Wolfgang Rudolf. Ist schon ein größeres Teil dieser GH300.CAM. .CAM, das ist eigentlich das Geheimnis. Ein schöner Hubschrauber, massiv, wirklich stabil, also nicht irgendwie was Billiges oder so. Er hat einen Doppelrotor, das heißt, das Drehmoment wird ausgeglichen, weil die gegeneinander drehen. Dadurch wird die Vor- und Rückwärtssteuerung hier mit einem Heckrotor gemacht, der den Hubschrauber hinten, je nachdem wie rum er dreht, entweder so anhebt und dann kippt er in der Luft und rutscht nach vorn, nach unten. Das heißt, man muss ein bisschen mehr Gas geben, damit er wieder angehoben wird und dann fliegt man vorwärts. Und wenn ich rückwärts fliegen will, dann lasse ich den andersrum laufen und dann wird er nach unten gedrückt und dann kippt er nach hinten, rutscht nach hinten ab. Auch hier muss ich ein bisschen mehr Gas geben. So, Anschluss für Akku ist hier. Da wird auch das mitgelieferte Ladegerät dann angeschlossen, wenn man den Stecker rausnimmt. Auf der anderen Seite hat er einen Einschalter. Dann kann ich die Positionsleuchten ein- und ausschalten. Einmal vorn den Scheinwerfer und hinten, das können wir sehen an der Stelle da, da blinkt er dann rot und grün, wenn ich ihn einschalte. Sieht in der Dunkelheit und in der Dämmerung sehr schön aus. Hier unten an dieser Stelle, da befindet sich die Kamera. Und Sie sehen, da blinkt schon was rot. Und wenn ich dann an der Fernbedienung die Aufnahmetaste drücke, dann ändert sich das so. Jetzt wird aufgenommen. Aufgenommen worauf? Auf diese Speicherkarte, die hier hinten drin steckt. So, und das ist alles. Aufnahmen habe ich schon mal vorher gemacht. Draußen im Freien ist schöner als hier im Studio. Man kann auch besser fliegen. Und wenn Sie sich das ansehen, es ist doch ein schönes Bild. Dafür, dass es von einer so winzig kleinen Kamera gemacht wird, kann man eigentlich nur staunen. Jetzt sollen Sie aber auch sehen, wie er fliegt. Ich kann zwar nicht sehr weit fliegen hier im Studio, aber zeigen kann ich es.